Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Die dritte Folge heute bereits für den Stappenbach-Sonntag. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch zusammen. So, wir sind... Ah, nein! Ach, der Werner hat es wieder mal geschafft. Der hat es wieder mal geschafft. Okay. Der Plan wäre gewesen, den Ladewagen zu verkaufen und einen kleinen Anhänger zu kaufen für die, für das Saatgut. Das wäre der Plan gewesen. Der Plan war gut, aber die Ausführung war schlecht. Warte, was? Wer ist denn hier stehen? Da weiß der Händler schon mal, okay, der geht zurück. Zurück zum Absender. Nee, also der wird verkauft. Wenn ich den wieder zum Hof zurückfahre und so weiter und ach, wenn ich mal zufällig mit dem Traktor vorbeifahre hier und sehe, der Händler ist offen, dann können wir den verkaufen, ne? Weil hier ist ja kein Verkehr, ist ja Privatstraße hier. Das passt schon. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten, bis da das Saatgutdingens leer wird, weil ich habe keinen Anhänger dafür. In einem anderen Anhänger sind Strohpellets drin, also was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Wird nicht besser. Es haben auch Leute geschrieben, dass ich mal versuchen soll, das mit CP zu machen, die Ballen zu laden. Das funktioniert nicht. Also es funktioniert schon mit CP, aber da müssten die Ballen immer am gleichen Standort stehen. Dann funktioniert es. Wenn der Aufladepunkt und der Abladepunkt der gleiche, also immer die gleichen sind, ne? Dann funktioniert es mit CP. Dann kannst du mit CP BGA schaufeln lassen, Ballen hieven, weiß ich jetzt nicht genau, aber könnte vielleicht funktionieren. Aber wenn das so hier, wenn das so ist wie hier, dass man, dass die Ballen an verschiedenen Orten sind, das kannst du dem Helfer, das kannst du CP nicht sagen. Das versteht er nicht. Das, nee, das geht nicht. Idee ist gut, aber das nee, leider nicht. So leid es mir tut, das kann ich nicht beauftragen. So, was ist denn hier eigentlich schon wieder Phase? Warum? Alter. Tiefsten Dschungel. Tiefsten Dschungel steht da, weißt du? So, machen wir hier mal so. Achso, warte, muss ich gucken. Ah, oh, der ist nicht. Oh. Ich habe gedacht, der ist voll. Ist er natürlich nicht. Er steht einfach in dem Baum. Oder er steht im Baum, so muss man sagen. Ja, die erste, die berühmte, berüchtigte erste Bahn, ne? Die ist immer mit Problemen behaftet. Aber diesmal war es nur ein Stein und ein Baum. Alles gut. Alles im grünen Bereich. So, weiter geht's. Jetzt kann ich auch meinen Abfahrer getrost abholen. Ja, bin ich ein Depp. Hätte ich auch weiterfahren lassen können, ne? Naja. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so viel verloren gegangen. So, drehen wir mal ganz geschmeidig in der Wiese des Nachbarn. Wie lange jetzt drin? 81, ja gut. Da fährst du mal rum. Und dann werde ich mal abtanken. Wenn es geht, in der Mitte der Bahn ungefähr. Dann haben wir auch keine Probleme mit den Wänden. Ja, drück den Anhänger noch ein bisschen weg. Ist gar kein Problem, Herr Kollege. So. Der ist so eingestellt, dass er stehen bleibt beim Abladen. Deswegen ist er jetzt stehen geblieben. So, hier ist schon wieder Halligalli oder was? Oder verkeilen die sich immer? Sind drei zu viel? Ist das vielleicht das Problem daran? Dass drei zu viel sind, dass ich zwei hochmachen muss? Das ist eine wunderbare Frage, ne? Ich kann sie nicht beantworten, weil ich es auch nicht weiß, aber ich kann es mir denken, weil bei zweien passiert ja nichts. Weißt du, das ist ja alles gut. Aber bei dreien haben wir hier Problems. Und das nicht zu knapp. Ah, ich habe die Vorwärtsrückverschaltung aus. Ich drücke hier wieder bekloppt auf Vorwärtsrückverschaltung, ne? Aber ja, gut. Dann lass mal das so machen, dass wir die zwei nochmal jetzt hier. Ja, danke dafür. Dass wir die zwei jetzt hier auf alle Fälle nochmal. So. Geht das jetzt zu mir? Warum ist denn der so aufgebockt? Hä? Was ist dein Problem, Kollege? Muss ich dich runterdrücken oder was? Wie im Schwimmbad. Katsching. Jetzt kannst du. Hä? Der braucht nochmal so ein freundschaftliches Stößchen. Die Richtung, Herr Kollege, die Richtung. Der will mich vor Hunde piepeln, ne? So,
Kommst du nochmal mit hier? Gibt es eine Werner-Spezialbehandlung jetzt? Vielleicht geht es auch nur, wenn die drauf liegen. Das kann natürlich auch sein. Boah, wie hat er das jetzt gemacht? Richtig. So, also auf ein neues. Nicht mehr stehend, sondern liegend, wie immer. Vielleicht macht das den großen Unterschied. Wäre zwar jetzt nicht so cool, aber man lernt nie aus, ne? Aha, der bewegt sich. Okay, gut. Das könnte daran liegen, dass der Ball nicht gelegen ist. Ne? Könnte daran liegen. Und ich glaube, dass es besser ist, wenn wir zwei hoch machen und nicht drei hoch. Das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen besser. So, wenn wir uns ein bisschen beeilen, können wir vielleicht sogar... Weißt du, noch schnell drauf stapeln. Das muss jetzt aber richtig schnell gehen. So, okay. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Wir werden demnächst das mit zwei... Oh, es ist runtergefallen, ne? Na, egal. Gut, wir nehmen jetzt erstmal noch zwei. Was jetzt kein Weltuntergang ist. Wir haben ja so einen längeren Arm. Da geht es eigentlich relativ gut, dass wir die hintere Reihe nehmen. Und dann einfach die zwei, die stehen bleiben, aufeinander stapeln und weiter geht's, ne? So, aber es läuft wieder, ne? Also es wird wieder, der Anhänger wird voller und voller und voller und voller. So. Ich traue mich jetzt nicht wegzugehen, aber ich muss eigentlich, ne? Ich muss eigentlich weggehen, um zu sehen, dass es hier weitergeht. Wie weit ist er eigentlich? Oh, er hat noch Platz. Er hat noch Platz, sagt er. So, gut. Dann würde ich sagen, schwingen wir uns mal aufs nächste Feld, damit hier nochmal was vorangeht heute. Na, das ist ja gar kein Problem für ihn. Also das ist ja Kindergarten. Ne? So, machen wir mal die Tür nochmal zu, weil Strohpressen ist halt schon eine staubige Angelegenheit. Das ist nun mal so. Hupe geht, sagt er. So. Dann fährst du mir mal hinterher. Ich weiß, was das Problem ist. Ich steige immer aus und drücke direkt die Shift-Taste zum schneller Laufen, ne? Aber die Shift-Taste ist bei dem Johnny, bei dem neuen, ist es so, dass die Shift-Taste auch gleich die IC-Steuerung ist. So, das ist das Hauptproblem daran. Und deswegen, ja. Nicht so ganz cool, aber ist nicht das Problem. Bis jetzt haben wir noch alles geschafft. So, hier fahren wir noch mal ein bisschen drüber, sage ich mal jetzt einfach ganz salopp. So, dann würde ich sagen, machen wir den mal an. Boah, klingt auch so geil, ne? Der klingt halt einfach auch so geil. So. Gucken wir mal, wie es sich macht hier, ne? Aber ich glaube, was soll da passieren? Ganz ehrlich, nichts kann passieren. Das kann nur gut gehen. Ich höre den Motor hinter mir, wie er immer lauter wird, der von Johnny, ne? Ja, also läuft einwandfrei hier. Wenn wir das fertig haben, können wir gleich aufs große Feld hochfahren. So, wir machen das am besten. Ich glaube, ich nehme oben das Vorgewende noch mit. Dann lasse ich den Zetter, also den Schwader stehen und fahre mit dem Johnny, fahren wir nochmal die mittlere Bahn runter. Da habe ich Bock drauf. Das macht er halt einwandfrei, ne? Das ist ja gar kein Problem für ihn. Denkt sich da hinten, ja, Motor wird nicht mehr warm. Gar kein Problem. So. So, schon mal zusammenklappen. Und ich schnappe mir hier nochmal das wunderschöne Gerätchen. Hallo, du musst raus. Ach,
das fährt sich halt auch wirklich, wirklich super, ne? Auch dieses Piepen beim Rückwärtsfahren, ich glaube, das hat nicht jeder Traktor, ne? Ich glaube, entweder habe ich da nie drauf geachtet oder das ist wirklich ziemlich einmalig. Ja, das kann man sich schon anschauen auf alle Fälle. Das ist wirklich cool mit dem Ding. Auch das, es sieht alles so ein bisschen edel aus, ne? Auch dieser silberne Hirsch oder Alu, ich weiß nicht, ist das Edelstahl oder keine Ahnung, aber kann auch Plastik sein, ich weiß nicht. Sieht auf alle Fälle edel aus oder wurde auf edel gemacht, so muss man es glaube ich formulieren. So, jetzt haben wir noch hinten ein paar Ballen raus, weil ich möchte nicht auf der Straße dann irgendwie einen Ballen sehen, das ist nicht so geil. So, ich glaube auch der Helfer hat einen vollen Korntank, da müssen wir gleich mal hinschauen. Die am Hof arbeiten sowieso nicht mehr, weil es ist immer so, ne? Wenn der Chef nicht da ist, dann wird nicht gearbeitet. Das kannst du knicken. Das kannst du knicken wie ein Kipferl. So, was ist denn hier schon wieder? Weiter geht's. Nicht schlafen hier. Mein Mann, 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 Mann. Wenn man nicht alles überwacht hier, ne? Katastrophal. Ja, wir haben es nicht ganz geschafft, heute das fertig zu machen, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Morgen übermorgen, dann glaube ich, ist es schon gar nicht mehr so schlecht. Ist er genau an der Kante stehen geblieben? Ja, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Dann müssen wir gucken, dass wir so weit wie möglich wegfahren und so weit vor wie möglich. Das war... passt noch. Gerade so, sagt er. Nee, passt nicht, oder? Doch, passt. Genau, hier waren wir... Ich vergesse es immer wieder, dass ich nicht Shift drücken darf hier. So. Da können wir los, oder? Müsste eingestellt sein oder nicht? Alles? Tutti frutti? Sehr schön. Nur Umleuchte an, sage ich auch immer. Dann fahren wir hoch auf den Acker. Ja, wir können aber hier rumfahren. Ja, können wir machen. Schön hier rumdonnern. Oh, hier muss alles dann bestellt werden, ne? Das wird auch wieder so eine geile Sache werden. Aber wir können dann mit 3, 4 Traktoren bestellen anfangen. Darauf freue ich mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Weil dann geht es auch relativ flott. Dann jeden Traktor mit der gleichen Kombi ausstatten, wenn es auch nur gemietet ist. Puh, egal. Und dann auf 3, 4 Felder... Oh, parallel arbeiten. Das ist schon... Das hat auf alle Fälle was. Du hörst auch hin. Du hörst nur den Motor kraulen von Johnny, ne? So. Mal den mal Kollegen... Aua, aua. Den Kollegen mal anmachen. Alter, wie er da steht einfach, ne? Wie ein Model. Hallo, ich bin's. Miss Mai. So, einmal drüber hüpfen über den Schwader. Anmachen die Kiste und weiter geht's. Das Feld besitzen sie nicht? Ja, ja, ist kein Problem. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Give me a little bit time und dann ist es gar kein Problem. Ob hier einfach über den Haufen drüber fährt, das ist gar nichts wert da hinten. Ich glaube, der ist sogar schneller als ich. Warte, der fährt jetzt 19,8. 20,2. Der wäre schneller als ich. Komisch ist, er müsste mir nicht näher kommen, ne? Ich fahre 18, er fährt 20. Er müsste mir näher kommen eigentlich. Aber, mein Gott. Jetzt fährt er 18,5. Er hat sich mir angepasst, weißt du, deswegen. Die Ecken werden wahrscheinlich nicht ganz so sauber sein. Boah, doch, geht er nicht. Hätte ich mir Stimme vorgestellt, passt er nicht. Im Großen und Ganzen. So. Ja, das ist schon wirklich, also ich glaube, das machen wir schon relativ gut, oder? Schreibt mir in die Kommentare, ob euch der neue Johnny gefällt. Ich glaube schon, dass er euch gefällt. Mir gefällt er sehr gut. Wirklich sehr gut. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht markenabhängig oder irgendwas. Ich bin jetzt auch nicht absoluter Liebhaber einer Marke. Das ist überhaupt nicht richtig und überhaupt nicht wahr. Sondern ich nehme halt, ich versuche ein bisschen Mix reinzubringen. Ne? Vorwiegend muss ich ehrlich sagen, John Deere und Fendt. Und dann noch ein bisschen Case, ein bisschen New Holland und ein bisschen MB-Tag auch noch. Also MB-Tag ist ein Mercedes, glaube ich. Plus ein paar LKWs noch. Also ich versuche schon ein bisschen zu mischen, wobei das halt auch schwierig ist. Weil du hast nicht von jeder Marke ein Top-Modell im Mod-Ordner, ne? Das ist halt einfach leider der Fall. Dass du eigentlich... Ich hätte
wahnsinnig gern zum Beispiel einen richtig geilen großen Lindner. So, gibt's nicht. Du bekommst keinen großen, ich meine mit 300 PS, bekommst du keinen Lindner. Vergiss es. Weil Lindner einfach keine, ich glaube zumindest, dass es so ist, dass Lindner einfach keine 300, dass Lindner einfach keine 300 PS Traktoren baut. Weißt du, was ich meine? Das ist eben das. Aber gut, das können wir gerne in der nächsten Folge besprechen. Und ja, ich danke herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich sage das immer nur so lapidar, aber das ist wirklich ernst gemeint. Wenn es euch gefallen hat, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, habt noch ein schönes Wochenende. Morgen ist Feiertag, nicht vergessen. Da sehen wir uns wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.